Blood Red Sugar falsch. Ja, das ist das Minispiel-Ding. Was kriege ich eigentlich aus dem Minispiel-Ding? Kriege ich doch nur Dings raus, ne? Wie heißt das? Ein Herzteil, ne? Wie viel habe ich eigentlich? Zwei. Und ich Stück Papier und schreibe die Songs auf. Nein. Definitiv nein. Geht's zum ersten Mal wirklich in diesem Spiel Rubine wasten. Der hat nicht mal Pfeile, der Typ. Fuck das. Du hast Pfeile, ja? Ach nein, ich will gar nicht mit dir reden. Ich will doch gar nicht mit dir reden. Rubine. Leichte Abzocke, mein Freund. Leichte Abzocke. Auf jeden Fall speichern wir. Speichern, ich will. So. Dankeschön. So, und jetzt können wir den Teleport nutzen, um wieder zum Boss zu kommen. Warum kann ich den Teleport nicht benutzen? Geht der nur in Dungeons? Warum zum Teufel kann ich den Port nicht nutzen? Also doch wieder Schattenminuett, was ich glaube ich noch so halb im Kopf habe, ja. Jetzt unsere Nocturne der Schatten. Nein, Quatsch. Ich kann mir die einfach nicht merken, weil die alle so scheiße ähnlich sind. Es geht einfach nicht. Wahrscheinlich im Dungeon sein, um das blöde Ding zu benutzen, ja. Kann ich jetzt bitte mein Teleport nutzen? Das wäre voll Knorke. Dankeschön. Zum Teleporter zurück. Direkt wieder neu legen. Ich brauche dich und ich brauche die anderen Schuhe. Ja, Ravi, ich hab's erst später festgestellt, weil mein Hirn, you know. Okay, ich brauche definitiv nicht die scheiß Schuhe, weil die sind absoluter Bullshit. Ja, das ist eigentlich genau richtig so. Okay. Hey!
fuck. Nein! Ich denke immer, Navi fliegt da hin und sie tut halt gar nichts. Geht doch. Also jetzt habe ich nicht eine Fee gebraucht. Ja, mit dem Schwert ist das doch so egal. Wozu war ich jetzt überhaupt Feen holen? Blödsinn, ey. Echt Blödsinn. Egal. Hallo Herzteil. Hallo Ausgang. Ja, da ist was dran, Ravi. Da ist was dran. Hallo Impa. Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Lung. Denn ich bin nicht allein Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über die Tempel wachen. Den Tempel, aber okay. Die Shirka waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Jedoch, auf den Tag genau vor 7 Jahren griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Mission granted. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgehütesten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war es, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht auf dem Schloss sah, warst du ein kleiner Junge. Jetzt ist Dusty ein stolzer Held geworden. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Nein, Ganondorf hat die immer noch in seiner Gewalt, Lulz. What the fuck? Impa, please. Ich hab Schluck auf, das ist grad schlecht. Schon bald wirst du Prinzessin von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Sie wird dir alles erklären. Dann, wenn die 6 Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist. Sehr beruhigend. Geh nun, steht Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten. Ich lege sie in dieses Amulett. Wir meinten nur den Plan von der Story. Maybe. Ich hab heute zu viel Vice City geguckt. Dü-lü-lü. Weißt du, was ich gerade beschlossen habe, Ravi? Ich werde aus dem letzten Tempel, also aus dem nächsten Tempel, den ich dann mache, werde ich einfach... werde ich rauswongwarpen. Weil Blödsinn. Das Amulett der Schatten. Impa gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt ihre Kraft. Cool shit. Bitte such die Prinzessin. Denn ich bin eine Weisin. Ich stehe hier nur dumm rum. Okay, ich vermute, dass unser nächstes Ziel
Gerudo Valley und Gerudo Festung ist. Beziehungsweise, nee, wir wollten Eispfeile holen, richtig? Nur gut, dass ich nicht weiß, wo es die gibt. Eispfeile. Wo könnte man Eispfeile verstecken? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall erstmal speichern. Eispfeile gibt's bei den Garudos. Also bewegen wir uns zu den Garudos, okay. Oh, dann kriege ich ja wieder die tolle Musik zu hören. Ich mag die Gerudo-Musik. Ich kann jetzt sehr wahrscheinlich das blöde Wahrheitsauge wieder irgendwo in die Tonne kloppen retten. Ich brauche das jetzt wahrscheinlich das ganze Spiel. Bekommst du beim Gerudo-Training als Belohnung? What? Okay. Nie wieder brauchst du das Auge, Kappa. Sicher so. Ne? Nächster Tempel besteht nur aus Lauf 24 Stunden mit dem Auge rum, sonst kriegst du gar nichts geschissen. Sag Rebona. Wenn du schon mal stehst. Geh mal eine Runde reiten. Gerade erst die Framerate des Todes gedroppt, aber nein, Epona war einfach nur. Na, jetzt kann ich ja mal einmal mit Epona drüber springen. Kann ich mir den Hookshot mehr mal sparen. So haben wir dich, dein Pferdchen, komm. Ich liebe die Musik. Epona, please. Geradeaus. Alles klar, Epona. Und tschüss. Brauch dich nicht mehr. Mein erster Gedanke war halt so gerade, kann ich jetzt so mitten über dem Wasserfall von Epona abspringen? Also so über dem Graben? Das wäre voll cool gewesen. Aber anscheinend nicht. Die Gerudo-Festung. Die sind bestimmt voll freundlich von mir. Von mir. Zu mir. Guten Tag. Hallo. Hi. Hi. Ich bin Link. Wie geht's euch so? Was? Weichei, hinein mit dir. Und halt die Klappe. Wait, what? Weichei, deine Mama?